Hallo, mein Name ist Dr. Matthias Blanke, ich bin Orthopäde und Unfallchirurg und auf meinem Ratgeberportal beantworte ich Fragen zur Orthopädie und Endoprothetik. Heute geht es um das sogenannte Karpaltunnelsyndrom, ein Nervenengpass-Syndrom, bei dem der sogenannte Nervus medianus, der vom Unterarm bis in die Hand hineinläuft, komprimiert, also gedrückt wird. Der Nervus medianus versorgt mit seiner Berührungsempfindung den Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und kleine Teile vom Ringfinger. Des Weiteren wird muskulär der Daumenballen versorgt. Wie kommt es nun dazu? Nun, wir haben hier im Bereich des Handgelenkes eine Art knöcherne Rinne durch die Handwurzelknochen und oben auf dem Handgelenk eine sehr derbe, kräftige Faserstruktur. Wir sprechen hier im Fachterminus von sogenannten Retinaculum flexorum. Und in diesem Bereich, durch diesen Tunnel, müssen die Beugesehnen der Hand, der Nerv und die Gefäße hindurchtreten. Kommt es jetzt zu Veränderungen, beispielsweise Anschwellen der Sehnenscheiden durch Reizung, eine knöcherne Verletzung wie dem Speichenbruch oder auch im Rahmen hormoneller Veränderungen, wie zum Beispiel in der Schwangerschaft, zu einem Anschwellen, wird der Druck in diesem Tunnel größer. Die schwächste Struktur dabei ist der Nervus medianus, der dann gequetscht werden kann. Wie äußert sich so ein Karpaltunnelsyndrom? Nun, die meisten Patienten, wobei hier vor allem Frauen und diese über 40 Jahren betroffen sind, äußern, dass sie in der Nacht aufwachen und Taubheitsgefühle in eben diesen vier Fingern empfinden. Oft ist es dann so, dass es nach einem Schütteln der Hand auch wieder deutlich besser wird. Dieses nächtliche Auftreten kann schlimmer werden, ist dann oft länger, geht nicht mehr weg oder ist dann auch permanent am Tag. Und es kann dann bei längerem Bestehen auch dazu führen, dass der Daumenballen, der eben von dem Nerv versorgt wird, atrophiert, sprich also schwach wird, nicht mehr vorhanden ist. In der Schwangerschaft beispielsweise ist es ein temporäres Phänomen, weil die hormonelle Umstellung irgendwann wieder rückgängig gemacht wird und das Problem sich in der Regel von selber löst. In all den anderen Fällen ist es etwas, was häufig nicht mehr rückgängig gemacht werden kann bzw. nicht mehr von selber zurückgeht und wir müssen hier therapeutisch eingreifen. Bevor ich Ihnen darüber was erzähle, will ich Ihnen hier an einem Demonstrationsobjekt den Karpaltunnel zeigen und auch hier den Nerv, der eingeengt ist. Wie wir hier gerade gesehen haben am Ultraschall, ist das alles sehr eng in dem Karpaltunnel. Und die Frage ist jetzt, wie können wir hier therapeutisch vorgehen? Es gibt am Markt verschiedene Möglichkeiten, angefangen von Nachtlagerungsschienen, verschiedenen Medikamenten, die eine Verbesserung bei dieser Problematik bringen sollen. Die Erfahrung zeigt aber, dass mit diesen konservativen Methoden in der Regel keine wirkliche Besserung erreicht werden kann. Im Gegenteil, wartet man zu lang, kann gegebenenfalls ein langfristiger Schaden am Nerv entstehen. Ist ein Karpaltunnelsyndrom gesichert, also durch die Untersuchung bestätigt oder auch durch eine Nervenleitgeschwindigkeitsmessung, die ohne große Schmerzen beim Neurologen durchgeführt werden kann, vorhanden, dann schließt sich als wirklich sinnvolle Therapie meist nur die Operation an. Diese kann minimalinvasiv durch einen kleinen Schnitt bzw. endoskopisch durch noch einen kleineren Schnitt operativ behoben werden. Hierbei wird dieses feste Retinaculum gespalten und der Nerv befreit. In der Regel ist der Patient für wenige Tage außer Kraft gesetzt, kann aber dann sehr schnell die Hand auch wieder benutzen. Nach 14 Tagen werden die Hautfäden entfernt und die Hand ist dann in der Regel schon wieder richtig einsatzfähig. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen und freue mich, Sie auch bei anderen Videos begrüßen zu dürfen.